Im heutigen Video schauen wir uns den neuen Brawl Pass an, eine völlig neue Umgebung und extrem viele weitere Änderungen. Ich verlose zur neuen Season unter jedem Video eine 15 Euro Google Play oder iTunes Karte. Dafür müsst ihr einfach nur in den Shop gehen und dort ganz rechts meinen Creator Code eintragen, JoJonas, und dann davon einen Screenshot machen und Hashtag Google Play oder Hashtag iTunes kommentieren. Viel Erfolg! Hey Leute und damit willkommen zum ersten Video zum neuen Update. Wir sind heute auf dem Entwickler-Account und das bedeutet, wir werden heute das neue Update vor allen anderen spielen können. Wir werden uns den neuen Brawl Pass mit allen Belohnungen anschauen, wir werden uns die neue Umgebung anschauen und vor allem haben wir extremst krass viele neue Änderungen an den Brawlern, die eben das Spiel sehr, sehr stark verändern werden. Würde ich sagen, wir legen los und wie immer natürlich eure Meinung zu allen Änderungen in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß. Wir kommen jetzt zu den größten Balance-Änderungen aller Zeiten in Brawl Stars und starten rein mit einer neuen Star-Power für 8-Bit. 8-Bit hat auch jetzt nämlich eine zweite Star-Power und zwar Lan Elan. Mit dieser Star-Power kann er innerhalb seines Schadenboosters sich schneller bewegen. Was natürlich ein großer Vorteil ist, weil 8-Bit eben gerade sehr langsam ist und damit kann er eben seine große Schwäche ausgleichen. So, wir testen das Ganze jetzt mal hier im Spiel und laden hier mal ganz kurz unsere Ulti auf. Und jetzt bin ich gespannt. Wir platzieren unseren Booster und testen das. Was? Der ist ja riesig. Oh mein Gott, okay, das ist ja Wahnsinn. Also wir sehen, das ist ja gewaltig. Also wir sehen, 8-Bit kann deutlich schneller laufen. Ich glaube, in einem sogar ziemlich schnellen Tempo. Aber das ist ja riesig. Das breitet sich auch noch aus, oder? Nee, ich glaube, es bleibt... Das ist ja der Wahnsinn. Okay, das ist die neue Star-Power. Wahnsinn. Auch Gale hat ab jetzt eine zweite Star-Power und zwar die Star-Power Klirrende Kälte. Damit kann eben Gale seine Gegner für 0,4 Sekunden verlangsamen. So, und jetzt bin ich sehr gespannt. Heißt es, wir können jetzt mit jedem Angriff... Okay, ja, das ist halt echt. Mit jedem Angriff, den wir mit Gale machen, können wir die Gegner verlangsamen. Ich finde, das ist ja absolut okay. Also stell dich mal vor, wir greifen einfach irgendwen an und dann wird mit jedem Angriff, der noch für 0,4 Sekunden verlangsamt, wir sehen es hier gerade, das stelle ich mir total OP vor. Also das ist, glaube ich, eine ziemlich krasse Star-Power. Die Balance-Änderungen sind so gigantisch, dass ich gar nicht auf jede einzelne Änderung eingehen kann. Wir haben extrem viele Brawler, die verbessert oder verschlechtert werden. Besonders interessant sind wahrscheinlich vor allem Devil, Bull oder Shelly, die eben etwas mehr Leben bekommen. Das heißt, Tanks werden etwas stärker. Finde ich eigentlich ganz angemessen, gerade im oberen Bereich waren Tanks ziemlich schwach. Ansonsten haben wir auch einen besseren Spike, was ich auch sehr interessant finde. Der macht ein bisschen mehr Schaden in Zukunft. Spike ist ein geiler Brawler, den kann ich vielleicht mal auf 1000 dann auch pushen. Und natürlich Nerfs. Genervt werden einfach mal Mr. P, dann haben wir Surge und Gale, die auch genervt werden. Wobei Gale auch ein besseres Star-Power hat, deswegen gleicht sich auch wieder so ein bisschen aus. Also insgesamt haben wir extrem viele Änderungen und fast bei jedem Brawler ändert sich die Aufladung der Ulti. Sprich, die Ulti braucht ja irgendwie ein paar Angriffe, um eben aufzuladen. Und das wird eben geändert, dass sich sehr viele Ultis schneller aufladen, bei manchen auch langsamer aufladen, sodass eben extremst viele Brawler verändert oder also verbessert oder verschlechtert auch werden. Man kann es sehr schwer aufzählen, ich kann es nicht genau einschätzen, aber insgesamt werden um die 10 bis 20 Brawler verändert, dass eben ihre Ulti schneller oder auch langsamer aufgeladen wird, was das Spiel sehr, sehr krass verändern wird. Jetzt noch eine ganz besondere und große Änderung. Und zwar werden wir in Zukunft nicht mehr alle 24 Stunden eine neue Map bekommen, sondern eben nur noch alle 48 Stunden. Also alle 2 Tage bekommen wir eine neue Map. Das heißt eben, man kann auch länger auf einer bestimmten Map spielen, was schon mal ziemlich interessant ist. Aber teilweise ist es auch schlecht, weil sagen wir zum Beispiel, wir haben die Wirbelhöhle und ich kann die Map vielleicht nicht leiden. Dann bleibt die eben für 48 Stunden, was ziemlich nervig werden kann. Die Änderung gilt für Juwelenjagd, Showdown und Brawl Ball. Also in allen anderen Modi bleibt wahrscheinlich es so, dass die Map alle 24 Stunden wechselt, aber in den Modi Juwelenjagd, Showdown und Brawl Ball wird sie eben alle 2 Tage sich eben ändern. Da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Also ich persönlich finde es eigentlich besser, wenn die Map sich jeden Tag ändert, weil man so eben mehr Abwechslung reinbekommt und eben auch nervige Maps nicht so lange drin bleiben. Dazu werden Energy Drinks in Zukunft den Schaden nicht mehr um 200% erhöhen, also verdreifachen, sondern sie verdoppeln den Schaden nur noch, also sie erhöhen den Schaden nur noch um 100%. Sprich, Energy Drinks sind nicht mehr ganz so OP und dadurch nimmt man eben auch so ein bisschen so einen Random-Faktor raus, weil ich finde gerade so, ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr so von einem Team überrannt wird, das gerade einen Energy Drink bekommt und finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, da man so eben ein bisschen den Zufallseffekt rausnimmt. Dazu haben wir auch eine ganze Menge Maps, die zurückkehren werden. Hat sich eben die Community gewünscht, dass eben da einige zurückkommen. Und ich würde mal sagen, wir scrollen hier ein bisschen durch. Haben hier Schädelufer, Feuerfels, Felswand Brawl, Doppelter Ärger, Sturmebenen. Ich hoffe, viele von euch kennen die Namen. Ich persönlich kenne die jetzt nicht auswendig. Aber ich hoffe, einige freuen sich da, dass eben einige Maps zurückkehren werden. Und so haben wir eben eine ganz neue Auswahl, ja wieder an neuen Karten, die wir spielen können.
Zuletzt haben wir noch eine große Änderung, die Tresorraub oder auch Belagerung betrifft, und zwar werden sie in Zukunft eben die Trefferpunkte der Geschütze oder des Tresors eben den Leveln der Brawler anpassen. Also sagen wir, habt nur Brawler auf Level 4 zum Beispiel, dann wird auch das Geschütz oder eben der Roboter oder eben auch der Tresor eben weniger Trefferpunkte haben, was ich eigentlich ziemlich gut finde, da man so eben das Ganze auch von den Prozenten halt runterschraubt. Genau, würde ich sagen. Jetzt aber das Wichtigste, und damit kommen wir jetzt zum neuen Brawl Pass. Schauen uns jetzt alle Belohnungen an und schauen uns an, was der neue Brawl Pass enthalten wird. Also, wir haben auf jeden Fall Season 3 Star Park Eröffnung als Thema. Und wir sehen, Achtung, der Brawl Pass kostet wie immer 169 Gems und mit 10 Stufen kostet 250 Gems. An der Stelle wie immer, wenn ihr mich supporten wollt und euch den Brawl Pass kauft, gerne mit meinem Creator-Code Jonas. Und ich würde sagen, wir schauen uns an, was wir hier bekommen. Wir bekommen erstmal auf Stufe 1 den neuen Poco-Skin, Poco Star. Ist schon mal ein ziemlich nicer Skin, finde ich. Kann man mitnehmen. Jetzt schauen wir, was wir so bekommen. Also, an sich, der Free-to-Play-Teil ziemlich normal. Wir sehen ein Pin-Paket schon mal auf Stufe 10 statt einer Megabox. Also, ich persönlich hätte auch die Megabox genommen, aber okay, gerne eure Meinung dazu auch in die Kommentare. Dann haben wir eine Megabox, haben wieder eine Megabox. Sieht eigentlich relativ normal aus, haben 20 Gems, haben 100 Powerpunkte, 50 Powerpunkte. Und dann auf Stufe 30, das wissen wir bereits, bekommen wir dann Colette. Colette, den neuen Brawler, chromatischer Brawler. Extremst nice. Da bin ich auch gespannt, wie es sich anfühlen wird, die zu spielen. Und natürlich dann auch hier eine Big Box. Dann auch eine Brawlbox, okay, ein paar Pins, also relativ normal bisher, wieder 10 Gems. Wir haben auch so einen Colette-Pin hier mit einem Buch in der Hand, okay, Münzen. Bisher sieht alles relativ normal aus, also ich sehe jetzt keinen großen Unterschied, aber ich bin jetzt auch nicht der Experte, was die Inhalte angeht. Dann wieder 10 Gems, haben ein paar Bigboxen. Ich habe das Gefühl, wir haben ein paar Megaboxen, ja, wir haben weniger Megaboxen als letztes Mal. Ich glaube, im Pay-to-Win-Teil haben wir oft eine Megabox, eine Bigbox. Bisschen schlechter, habe ich das Gefühl, in dem Fall. Aber dafür auch ein paar Pin-Pakete. Ist ein bisschen verschoben. Wieder eine Megabox kommt jetzt hier. Und ganz am Ende haben wir hier ein Pin-Paket und eben den Trixie Colette-Skin. Also insgesamt haben wir, glaube ich, weniger Megaboxen im Pay-to-Win-Teil. Wir haben zwei Pin-Pakete, die wir jetzt auch drin haben im Brawl Pass. Und insgesamt ist der Brawl Pass ansonsten relativ gleich. Ja, ein paar Megaboxen weniger, glaube ich, im Pay-to-Win-Teil. Ist ein bisschen schade. Und ja, dann würde ich sagen, so viel auf jeden Fall zum neuen Brawl Pass, zu dem neuen Update, was wir bisher wissen. Wenn ihr euch auf weitere Update-Videos freut, wir werden natürlich bald auch den neuen Brawler sehen, und zwar Colette. Bin ich sehr gespannt drauf. Lasst gerne dafür ein Abo da, wenn ihr darauf gespannt seid. Und ich würde sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen, haut rein und ja, ciao.